So, liebe Leute, ich habe jetzt alle Mangas durchgelesen, die ich noch irgendwie im Regal hatte von den Flohmärkten. Übrigens, der ist von Akira Toriyama, der war ganz okay, der Manga. Und jetzt lesen wir uns mal die neuen Lockerungen durch. Ab dem 8. März. Hm, was steht denn hier? Buchhandlungen öffnen. Sieges! Jo Leute, was geht? Hannes Gott TV ist am Start mit einem neuen Video und ja, wir fahren jetzt in den Buchladen und kaufen uns ein paar Mangas. Ich habe einfach richtig Bock. Ich habe Frühschicht. Ich bin total müde und ich muss irgendwie wach bleiben, deswegen drehe ich diesen Vlog und einfach viel Spaß. Alter, der Second-Hand-Shop leuchtet. Der ist geöffnet. Ach, nur Tresen. Boah, fuck, Alter, abfuck. Ich habe mich so gefreut. Erstmal schön Maske gönnen. In der totesten Stadt, die es auf dieser Erde einfach gibt. Jo Leute, ich bin zurück und ja, es ist schon Dienstag. Ich war gestern zu müde, um den Part aufzunehmen und die Ausbeute ist sehr mager. Ich habe 3 Bände, aber mir ist was ins Auge gestochen, nämlich gibt es ja immer diese Manga-Gratis-Previews in den Buchhandlungen und da ist mir etwas sehr ins Auge gestochen, nämlich Chainsaw. Ihr habt damit nichts zu tun. Ja, Chainsaw Leute, guckt euch das an. Der Typ hat einfach 2 Sägen an den Armen. Und eine an den Kopf. Und da ich ein bisschen geisteskrank bin, hat mich das sehr unterhalten. Das gab es nochmal als komplette Leseprobe nur für den Band 1. Und ja, ich filme das gerade mit einer Handkamera wie ein Haufen Scheiße. Es tut mir leid. Falls jemand Chainsaw kennt, schreibt doch mal in die Kommentare was dazu. Ich habe einfach Bock drauf und ich denke, ich werde mir den ersten und zweiten Band mal holen. Und ja, und jetzt geht's zum wirklichen Update. Ja, One Piece Band 96, Leute. Und Wano Kuni Arc mittendrin. Mittlerweile ist der deutsche Manga-Stand von den Kapiteln so weit wie der japanische Anime. Und ist einfach nur geil, nochmal original gebunden, in der Originalfassung die Kapitel von Oden und alles durchzulesen. Bin ich schon richtig gespannt drauf. Und nächstes Update. Ja, Seven Deadly Sins, den ersten Band. Ich habe damals auf Netflix Staffel 1 und 2, glaube ich, gesehen. Und fand das ganz cool, hab's abgebrochen aus Gründen, die ich wieder nicht erklären kann. Und ich hatte einfach Bock auf den Manga, auf Band 1. Mal schauen, wie der Manga so ist, wie er gezeichnet ist. Ich habe noch gar nicht richtig reingeblättert. Ich habe nur Seven Deadly Sins Band 1 gesehen und ich dachte, den muss ich mir mal gönnen. Einfach mal in Ruhe die Kapitel auch mal durchlesen. Und ja, Seven Deadly Sins Band 1. Dragon Ball Super Band 11. Ja, wir sehen hier, wie Goku genüsslich den Burger mampft. Und ja, der Arc geht weiter. Einfach nur nice. Also mir gefällt die Story nach dem Turnier-Arc einfach sehr. Und freue mich auch schon richtig, dass der Anime, also Dragon Ball Super, irgendwann mal weitergeht. Einfach nur schön. Ja, Son Goku, Vegeta, bei denen geht es gerade einfach richtig ab. Ich will nicht zu viel spoilern, weil viele gucken nur den Anime und lesen keine Manga. Deswegen sage ich nichts zu der Geschichte. Ich sage euch nur, es lohnt sich. Mir gefällt er sehr. Ich bin halt großer Dragon Ball Fan und ich komme auf jeden Fall auf meine Kosten. Und ja. Das war's eigentlich mit dem Update. Klein, aber fein. Nicht wirklich was Besonderes dabei. Einfach die aktuellen Sachen, die ich sowieso sammle. Außer Seven Deadly Sins. Einfach mal Bock gehabt. Aber es war einfach schön, diesen scheiß Fachhandel zu gehen. Also diese Buchhandlung zu gehen. Und einfach genüsslich mir was auszusuchen. Oh, das hat mich auf jeden Fall gestern sehr befriedigt. Muss ich sagen. Und ich freue mich schon, dass weiter mal Sachen wieder öffnen. Und ich quatsch irgendeine Scheiße, um das Video in die Länge zu ziehen. Es tut mir leid, Leute. Lasst doch Like und Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und schreibt mir ein paar Manga-Empfehlungen, am besten so Underground-Sachen wie Chainsaw in die Kommentare, weil ich mal Bock auf was Neues habe, von dem ich noch nie etwas wusste. Und wäre geil. Leute, haut rein, ihr seid die geilsten, übersteht noch die Woche und ciao!